Freunde, und damit willkommen zu einer neuen Folge von Scoom. Ihr seht selbst, ich bin mitten in der Karte gerade ganz weit hochgeflogen, Leute, um euch allen nochmal zu zeigen und damit es uns auch bewusst wird, wie groß die Scum-Karte eigentlich so ist. Ne? Also das ist jetzt das abgegrenzte Gebiet, wo wir uns gerade drin befinden. Ne? Sieht irgendwie immer lustig aus. Also ich muss schon ein bisschen schmunzeln jetzt. Ne? Wenn man uns überlegt, dass da 40 Leute unten rumwuseln oder 39, ich bin die Nummer 40 dann halt. Das ist schon ulkig, ne? Ja, das ist die Scum-Welt, in der wir unser Early Access machen und das Spiel testen. Und da können wir jetzt rechts nochmal so sehen, wie groß die Karte eigentlich so im Verhältnis wirklich ist, ne? Und vielleicht kann man ja auch schon erahnen, was da vielleicht so gebaut wird. Aber es ist eine Grundkarte, sage ich mal, und da kann man jetzt nicht von ausgehen, dass da hinten jetzt vielleicht so ein Vulkan kommt oder sowas, ne? Oder dass hier alles grün bleibt, denn wie wir das hier unter mir sehen, das Eisland wurde ja auch komplett abgeschnitten und ich gehe davon aus, dass das Eisland hier dann noch ein bisschen weitergehen wird, so den Berg runter, ne? Also das Biom kann sich noch komplett ändern, das kann ja alles andere werden, vielleicht ein Tropenwald oder was weiß ich was, was man sich dann noch einfallen lassen kann. Pyramiden oder sowas, so eine Wüste, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sieht es immer wieder lustig aus, wenn man das so sieht, ne? Wie klein doch unser Abschnitt eigentlich ist und was da noch alles kommen kann, ne? Junge, 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 Junge. Ja. Der Patch ist da, wir haben jetzt Benzin. Alle Tankstellenleute müssen jetzt irgendwie umziehen. Von mir aus hätten sie da bleiben können, aber es ist halt so, wie es ist. Da ist eine Baubeschränkung jetzt draufgekommen auf diese Tankstellen. Das bedeutet, dass die ab jetzt gammeln werden und sich dann auflösen werden. Ihr könnt da nichts mehr neu hinsetzen oder bauen oder irgendwie sowas. Ne? Das ist halt so. Das ist jetzt ein spielrelevanter Punkt geworden. Und damit da halt alle Leute Zugriff drauf haben auf diese Hotspots. Ne? Das ist ja wie mit den Basen und sowas auch. Ne? Dass die eben alle eine Chance haben, da was rauszukriegen. Deswegen haben die das jetzt gesperrt, diese Tankstellen. Nicht wahr, nicht? Gut. Ja, dann schauen wir uns doch mal heute Abend wieder um, was uns die Rasselbande so alles hier darbietet in Scum. Nicht wahr, Freunde? Und prompt sind wir bei Kisun und Uppsala gelandet, Leute, die sich direkt an einer Safe-Zone befinden. Das Geräusch ist schon cool, ne? Boom, boom, boom. Waldfee? Die Waldfee? Läuft da hinten. Was treibt ihr hier, Schlingels? Ihr Limits. Sind wir jetzt in der Safe-Zone oder außerhalb? Nee, das ist drinnen, ne? Ja. Dann ist die Waldfee, glaube ich, gesaved, oder was? Waldfee. Wo bist du? Komm zu meinen Händen. Ja, die ist hier in der Stadt. Aber dann, dann sind wir doch jetzt außerhalb der Safe Zone, oder nicht? Ach, komisch aufgebaut, ist auch egal. Dann sind die halt in der Safe Zone und hier ist die freie Welt, so. Oh. Gottes Willen, die Musik, Leute, hört euch das an. Ja, unsere Waldfee, aber nice sieht sie aus, ne? Ein bisschen dünn, ne? Muss ein bisschen was essen. Bogen hat sie und dann noch irgendwie eine Schrotze, glaube ich, ne? Sieht was nice aus, jo. Ganz schön lautes Radio, ne? Also ich finde es ja richtig geil. Ich feiere sowas, wie gesagt, ne? Aber es ist auch mutig von ihr, ne? Mit Radio durch die Gegend zu laufen. Oder was sagt ihr? Und sie weiß ja gar nicht, dass da eiskalte Killer sind. Das sind eiskalte Killer da drüben, Leute. Aber sie weiß es halt nicht. Sie chillt hier die Waldfee und hört Radio. Schön. Ja, Freunde. Neos ist da. Er ist ganz oben auf dem höchsten Turm der Welt, oder? Nee, das ist ein Schornstein von der Mine, ne? Ja. Oh, da kommt ein Drohnenkollege. Und da geht der liebe Drohnenkollege wieder. Nicht wahr? Ja, das ist schön. Auf jeden Fall ist es nice, hier oben zu sein. Ich hab's ja mal gesagt, Kendra ist da unten. Dass ihr mal diese Hotspots besuchen sollt und traut euch ruhig mal hier alle rauf auf so Türmchen.
Es gibt aber meiner Meinung nach noch einen größeren Turm. Und das ist die Radiostation. Ich glaube, der Turm geht noch um einiges höher als diese Kohleöfen hier. Aber das ist auch schon nice zu sehen. Soll ich hier mal auf den Finger hauen jetzt mit einem Hammer so? Bam! Oh, wie gemein, ey. Ich finde das gruselig, ne? Ich selbst mag die Höhe ja überhaupt nicht, ne? Finde ich komisch. Man denkt immer, man ist unkaputtbar und dann... Ja, mit zunehmendem Alter stellt man dann fest, dass man doch so ein paar Defizite hat, ne? Das ist halt wirklich so, ne? Und bei mir ist das halt die Höhe. Ich mag die Höhe irgendwie auf einmal nicht mehr. Also das ist echt übel, ey. Ergo mag ich natürlich auch kein Fliegen. Obwohl ich gerne reisen würde, aber Fliegen ist nicht so mein Ding. Das erinnert mich an das vom A-Team, dieser... BA heißt der, glaube ich, oder? Schon ein bisschen lange her jetzt. Der macht ja auch nie Fliegen, ne? Ich glaube, so ein Typ wäre ich auch so. Wow. Ja, Neos ist am Schnaufen. Ist auch ziemlich hoch, ne? Guck mal, Leute. Ja, er ist erstmal platt. Er kriegt ja auch kaum Luft durch seine Maske da, Leute. Guck mal. Scheiß Masken, wa? Ja, Freunde, wir müssen das mit Humor nehmen. Das ist wichtig, dass wir den Humor nicht verlieren. Das hält einen am Live. Kendra! Oh, letztes Mal war sie noch hier im heißen Schwarzen, ne? Jetzt ist sie hier in der Arbeitsklamotte, ey. Tür. Ja, ganz schön gierig, wie immer. Ja, kann ich hier irgendwas machen jetzt? Da reingucken? Nö. Wir hatten ja den Patch bekommen, ich kann jetzt in Kisten reingucken, aber irgendwie in die Schränke und so kann ich trotzdem nicht nachgucken. Ein Admin ist hier irgendwie nichts wert in dem Spiel, aber das ist doch nicht schlimm, Leute. Deswegen, wir klären die Sachen hier untereinander. Knallen uns gegenseitig mal einen Haufen. Wir brauchen keine Admins, Mann. Das wird hier geregelt, unter vier Augen, Junge. So sieht das aus. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber bis jetzt läuft sie auch ganz gut. Und wenn ihr mal den Tränen nahe seid, dann verbündet euch oder geht in größere Squads. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Leute! Hier ist der Schacht. Ich wünsche mir immer noch, ich muss es immer wieder sagen, bewegliche Teile. Also, dass die einfach funktionieren, diese Fahrzeuge und sowas. Fahrzeuge. Ich erfinde nochmal ein neues Deutsch irgendwann. Wisst ihr das? Irgendwann erfinde ich nochmal ein neues Deutsch. Ja. Ansonsten ist geschillt hier, ne? Ich habe eben das Wetter schick gemacht, all. Das war ja wieder ein Rotz. Ich log ein, direkt hier dunkel und Regen. Ich denke, ey, sag mal, tickst du nicht ganz richtig, wenn ich komme, hat das hell zu sein, Freunde. So, wir gucken mal zu den nächsten Lümmels. Mal gucken, was noch so abgeht hier. Radkan-Matching, Ingwer, Vollfasten, Tränen, Franka, Gust und Psycho-Bein, Alter. Schwede nochmal. Was machen die denn hier? Bauarbeiten wahrscheinlich, wa? Ich habe keine Ahnung, wo die sind und was die hier treiben, aber es ist ein ziemlich großer Haufen auf einem im Fleck, ob das gut geht. Ist die Waldschrade hier? Ne, ich glaube nicht, oder? Oh mein Gott. Red Bitch. Ja, sie macht gerade die Hausarbeiten zu Hause. Ich weiß nicht, wo der Jockel ist. Vielleicht sehen wir den ja nochmal gucken. Der Jockli. Sigi der Deibel. Der schläft auf die gammelige Matratze hier, Leute. Was sind das für Schuhe? Guck mal, da hinten voll eingeknickt, ey. Okay, auf jeden Fall ist er auch ein markanter Charakter, Leute. Wer hat sowas schon mal gesehen? Das ist ein Feuerwehrhelm mit Schnorchel, ey. Sigi der Deibel. Mit Fork in der Hand, Leute. Sein Zepter. Ja, er lässt sich gut gehen, ne? Gönn dir. Zweni, Mia, Psycho at Home Base. Ja, ich weiß nicht, ich habe immer das Glück, ne? Wenn die Leute zu Hause sind, dann komme ich vorbei, ey. Aber pass mal auf, nach der Folge geht die Action los, ey. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht muss ich auch mal bis 3 Uhr nachts wieder wach bleiben, ne? Ich weiß nicht, was da mal abgeht. Aber mir ist aufgefallen, dass viele Scum sehr, sehr lange spielen. Also nachts auch immer, ne? Ist echt so. Manchmal träume ich dann schlecht und dann wache ich auf. Oh, Klickzahlen. Guck schnell auf die Klickzahlen. Dann sind die so miserabel, dann kann ich weiter schlafen. Und dann gucke ich ja auch bei Scum rauf, ne? Wie spielen denn so nachts, ne? Einfach mal so. Und dann sind da tatsächlich fast wieder um die 30 und sowas noch, ne? Und das ist schon Hammer, Alter. Also hier sind auf jeden Fall die Hardcore-Leute drauf. Diese Nachteulen sind hier mehr, ne? Ich muss immer meinen Schönheitsschlaf haben, Leute. Sonst fallen mir die restlichen Haare hier auch noch aus. Dann sitze ich hier nochmal irgendwann mit dem Sandsack anstatt mit der Cappy, wenn das so weitergeht. Manu! Ja, Freunde, die Rain ist bei Jasmine zu Besuch. Die handeln wohl gerade. Wer weiß, was hier abgeht. Schade, dass sie jetzt nicht reden. Hätten wir das so ein bisschen ablauschen können. Ist ja auch fies, ne?
dass man so Nachrichten auffangen kann, aber möglich wär's wahrscheinlich. Freunde, wer schleicht denn hier lang? Der Tatus 1. Der Tatus 1 taucht unter der Brücke. Wo ist er? Oh mein Gott. Unsichtbar für alle anderen Spieler. Was hat er vor? Irgendein Attentat zu machen? Freunde, er ist nämlich hier in der Nähe der Stadt des Todes, ne? Jo. Jasmin ist da hinten mit Dings hier rein, ne? Mensch, ich habe ihn fast nicht erkannt. Denn er ist nur ein Gebüsch, liebe Freunde. Oh, er lädt schon nach. Hat gerade jemand angegriffen? Komm ich wieder zu spät zum PvP? Er lädt schon wieder nach. Vielleicht trainiert das ja. Vielleicht levelt er dann ja. Bam, 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 bam. Lass die immer die Waffe nicht aus der Hand nehmen, ne? Oh, hier, der Zombie ist sauer. Na? Bam, bam, bam. Erste Schuss am Abend, Freunde. Juhu, sie sind wie Musik in meinen Ohren. Zumindest als Drohne. Ah. Okay, er durchstreift die Wüste, Leute. Aber ich würde die Waffe immer aus der Hand nehmen, ne? Oh, Kitty ist im Hintergrund. Das könnte spannend werden. Kitty, knall ab. Ah, vielleicht gehören die auch wieder zusammen, ne? Wer weiß das schon. Das letzte Mal haben wir ja Pinocchio gesehen in einer unterliegenden, ja, Stellung, will ich es mal sagen. Er hatte nur die Schrot dabei, ne? Und gegen drei Leute mit Maschinengewehren und sowas alles ist das natürlich ein bisschen schwierig. Aber lass den Kopf nicht hängen. Du wirst auch noch irgendwann jemanden zermalmen. Okay. Oder auch nicht. Pinocchio ist eine Frau, Leute. Mit einem Jagdgewehr in der Hand. Ich muss jetzt mal nachladen. Boom. Ah, noch niemand Scope, ey. Aber sie hat ihre Knifte und hat dabei ihre Schrotze. Gott sei Dank. Aber auch kein Scope drauf, glaube ich, ne? Oder ist da schon Scope drauf? Naja. Pinocchio muss noch ausgestattet werden. So hat er jedenfalls das Ziel vor Augen, oder sie. Also die Wälder gefallen mir mehr als dieses eine Wüste, die da mit Zirzen da. Obwohl, hier haben wir verstärktes Blätterrauschen, glaube ich, ne? Ach, da hinten ist ein Zombie, alles klar. Ich denke schon, wo geht die denn ab? Pistole hat sie genommen in der Hand, okay. Na, mal gucken, ob sie trifft. Ja, das war ein Treffer. Das auch. Zombies down. Hat gar nicht gemerkt, wo sie war. Gar nicht mal schlecht. Ne? Obwohl, ich empfand das schon ein bisschen laut. Ja, das ist so PvE mehr, ne? Ich wünsche mir wirklich noch mehr Gegner. Ist echt so, Leute. Ich wünsche mir andere und mehrere Gegner, so, ne? Vielleicht so ein Wolfsrudel, was so auf einer Stelle irgendwie ist. Die müssen ja nicht nerven, ne? Aber so ein paar geile Sachen halt. Wisst ihr, wie ich meine? Oder Zombiehunde. Obwohl, die sind auch immer nervtötend. Aber gut, einen kann es ja geben. Oder so ein Golem-Boss oder sowas. Immerhin haben sich die Mechs ein bisschen verändert jetzt mit ihrer Minigun auf einmal, ne? Das ist schon nice, aber letztendlich ist es, ja, trotzdem halt ein Gegnertyp, ne? Und ich hätte gerne noch mehrere. Der hat ja irgendwie so eine Laseraufschaltung bei mir gemacht, der Mech, ne? Und da müsste eigentlich dann immer noch eine so eine Mini-Rakete rausfliegen. Das könnten die nochmal programmieren. Das wäre geil. Aber das ist wirklich nur eine Rakete. Wir wollen nicht übertreiben, Alter. Da muss das Auto nicht direkt komplett kaputt gehen, aber zu 40% oder irgendwie sowas. Oder 50, keine Ahnung. 50 wäre ich aber explodiert. Das ist auch scheiße, wenn ich das so recht sehe. Aber so eine kleine Mini-Rakete halt so, ne? So, die so dreht, wisst ihr? Die muss noch nicht mal selbst gelenkt sein oder so. Aber das wäre schon cool. Da kann man die Mechs noch besser machen. Die sollen ja auch irgendwann mal Feuer speien können oder sowas. Na, das ist nix für Pinocchio, ne? Der ist lieber hier zwischen den Zombies im Wald. Smurf. Oh, Smurf muss BP, Mann. Ja, oh, sieht geil aus. Die Hose will ich haben. Smurf, mein Junge. Ja, die Leute sind wieder alle nass. Es hat geregnet, sorry, dass ich so spät gekommen bin. Wie spät haben wir es eigentlich? 20 Uhr, das geht aber noch. Nee, nee, nee. Ja, nee. Ja, Smurf sieht gut aus, ne? Ich würde vielleicht noch einen kleinen Rucksack nehmen. Aber so vom Set her gefällt mir das auf jeden Fall. Richtig nice, Mann. Und der ist auf dem großen U-Boot-Flughafen, denke ich mal, ne? U-Boot-Flughafen. Irgendwann mache ich wirklich nochmal so einen Olli vor Deutsch oder so.
Na? Schrotz hat er dabei und eine K98. Ja, der sieht mir doch ähnlich, ne? Jetzt brauche ich so einen neuen Rucksack und eine Maske. Dann könnten die Leute das... Jetzt holt er erstmal die Nudel raus, ey. Das muss ja immer kommen in den Folgen, ne? Egal, wo ich bin, ey. Wir müssen mal strullern und Pipi und Scheiß und alles gleichzeitig, ey. Die Spieler. Die sind so aufgeregt, weil es so gefährlich ist auf der Welt. Aber wenn der jetzt noch eine Maske über hat, Leute, ey, dann kann man uns verwechseln schon bald, ne? Müsst ihr mal drauf achten. Der sieht fast so schon aus wie ich, ne? Freunde! Das ist doch geil, oder? Die Beatbox, ne, die Boombox Extrem 2000, Alter. Leute, die neuen Musikstücke sind wirklich geil, ne? Guck mal, voll emotional. Voll die Tasten abgebrochen da unten, guckt er mal den Rekorder an. Ich hatte tatsächlich auch mal früher als Kiddy so ein Teil, ey. Oh, köstlich. Wir müssen mal experimentieren. Mit den Dingern. Und zwar, das ist so ein bisschen 3D-mäßig. Ist wirklich so, Alter. Da müsst ihr mal drauf achten. Ihr müsst mal mehrere Beatboxes so um euch rum so aufbauen. Und dann so ein 5.1-System draus basteln. Ihr hört das wirklich, wenn ihr denn vernünftige Kopfhörer habt und so, ne? Also das ist wirklich so ein 3D. So geht ihr denn da ab, ey. Müsst ihr mal wie auf Rausch, ey. Das müsst ihr mal probieren. Mehrere Beatboxen so im Kreis. Und, oder an unterschiedlichen Stellen, ne? Das ist schon ein lustiges Phänomen. Au, wir sind beim Damm gelandet. Schocki, moin! Doodles, moin! Und bring me coffee, moin! Bring me coffee ist mir gleich sympathisch. Please bring me a coffee. Es scheint auch eine Dreier-Squad oder sowas zu sein, die zusammengehören anscheinend oder sich gerade gefunden haben. Warum denn nicht? Sowas gibt es ja auch, ne? Zusammenschlüsse und sowas. Spricht ja gar nichts gegen. Da ist gerade irgendwas explodiert. Wahrscheinlich ein Container oder so, ne? Es hörte sich ziemlich laut an. Naja. Jedenfalls, ja, schön. Wir haben wieder eine Menge neue Spieler dazu bekommen. Und, ja, wenn alle gleichzeitig online werden, dann müssten wir schon Maximum an Spielanzahl freischalten. 65 Slots oder wie viel gibt's? Ja, ich glaube 1000 Slots gibt's sogar, ne? Aber von Scum her ist, glaube ich, alle... Der größte, glaube ich, 65 oder sowas. Ich lasse mich überraschen, wie sich das hier so entwickelt mit Scum, ne? Jetzt der neue Patch, jetzt müssen wir alle tanken, Leute. Deswegen laufen die meisten hier zu Fuß. Sprit ist alle. Benzin wird umkämpft. Ihr könnt auch mit dem Kanister Benzin, könnt ihr auch euch gegenseitig Benzin klauen. Das geht aber nur, wenn das Schloss nicht drin ist im Auto halt, ne? Da müsst ihr deswegen ein Schloss schnell finden. Ja, aber in meiner Folge habt ihr auch gesehen, ich habe kein Schloss gefunden. Und in der Zeit, wo ich ein Schloss gesucht habe, wird einem das Auto geklaut. Das ist halt manchmal ätzend, aber es ist Scum. Ich glaube, das ist nicht so gut, ne? Ich glaube, das kann man nicht so gut trinken. Hier, ich glaube, da wirst du krank bei, ne? Du lillst. Ja, guck mal, erst recht, weil die meisten Leute das da machen. Er holt die Nudel raus, Alter. Das ist halt sowas von klar, ne? Dass da jetzt wieder einer strullern muss und alles, ey. Ah, ja, ja, die passen hier auf den Server, Leute. Kitty! Oh, Kitty hat jemanden zerlegt. Na, oder sie trocknet sich. Oh, die geilen Ausrüstungsteile hier, ey. Oder schwimmt da jemand? Ach, die gehören zusammen, oder was? Dann schwimmt der eine Typ da, ne? Der, der Gebüsch. Das Gebüsch. Er muss abkühlen, hat wahrscheinlich Hitze-Damage gekriegt. Oh mein Gott, er ist komplett nackt. Das wollen wir uns nicht antun. Wieso gibt's noch keine Haie, sag mal? Wie viele Piranhas haben? Wie, was für eine Grazie im Wasser, Leute. Guckt euch das an. Halt die Nudel nicht in die Kamera. Das wollen wir nicht sehen. So, das ist besser. Naja gut, der Arsch ist auch nicht besser. Upsala und Kisun durchstreifen das Gebüsch der Wüste. Ja, Wüste kann man das nicht nennen, oder? Tundra? Ne, Tundra ist Eis, ne? Wie heißt denn sowas? Steppe. Ich glaube, Steppe heißt das, glaube ich, ne? Ja, hier kann man noch was lernen auf dem Kanal, Leute. Also vergesst nicht zu abonnieren. Oh Gott. Kisun. Junge. Die laufen ja alle barfuß. Wieso sind die alle so gut geskillt? Upsala ist mir gleich sympathisch. Der ist genauso laut wie ich. Hört man, ne? Ich glaube, das könnt ihr hören, oder? Jetzt hier testen, Achtung. Ja, großen Unterschied höre ich jetzt nicht. Aber das kann auch sein wegen seinen Klamotten. Er hat ja ein Gewehr in der Hand und so, das macht alles lauter dann. Aber da unten ist jetzt auch so ein Lautsprecher, da müsst ihr mal gucken. Aber ich beachte das gar nicht. Also ich persönlich jetzt, mir ist es eigentlich egal, ob ich da... Also ich bin nicht der Schleichertyp. Ich bin der Trampel, der einfach der Rascher halt, ne? Der immer Krach macht. Und dann ist gut. Schleichen tut der Minu wahrscheinlich, ne? Die achtet da, glaube ich, mehr drauf auf diesen Lautsprecher und Augensymbol da, ne? Ob man gesehen wird oder nicht.
Vorne ist, glaube ich, ein Zaun, ja. Die stürmen jetzt wohl diese Bunkeranlage. Ja, Kisun hat ja einen großen Rucksack dabei, ne? Gönnt euch! Ghost! Hui! Und ich tausche Ghosty. Du kriegst meine... Habe ich überhaupt noch irgendwas? Meine K98. Und ich nehme die SVD. Aber eigentlich müsste die K98 doch stärker sein, oder nicht? Aber trotzdem, irgendwie klappt es nicht mit den Snipern. Seitdem ich das Snipern angefangen habe, habe ich, glaube ich, noch keinen damit gekillt. Ne, ist ja peinlich. Ich muss wieder mehr spielen mit meinem Spieler, ey. Oh, habt ihr gehört, das Schwein ist tot. Oder es ist Grunz zumindest. Okay, es läuft weg. Er hat auch eine Tanne im Gesicht. Kann man schlecht sehen. Ja, jetzt besser, ne? Nee, warte mal, hier oben ist doch einer. Ich hab gerade gehört. Wo ist er denn? Da kommt er. Jetzt komm! Nicht getroffen, verdammt! Kriegt ihr gleich eine Batscher. Na komm! Oh. Scheiß auf Bogen, wa? Aber mit dem Bogen kriegst du halt Punkte, ne? Das ist der Nachteil, ne? Ah, gut, wenn er eine Klatsche kriegt, ne? Voll aufs Maul gehauen, der Zombie. Was ist das denn für ein Bild? Verwürgen die sich da? Ist halb nackt, die Frau, schnell weg. Überall nur Unterhosen im Spiel, ne? Diese Blau gefällt mir gerade. Ja, wo verbringt ihr denn euer Sommerurlaub? In Scum. Wie heißt denn der Ort hier? Irgendwo ein Schild? Da nicht. Hier ist ein Schild. Also wenn ihr gefragt werdet, wo fliegt ihr diesen Sommer hin? Nach Preko. Ich mache Urlaub in Preko. Und dann liegen wir hier alle mit unseren digitalen Pixels und zwischen den Palmen gönnen uns einen Cocktail. So alle hier so die Betten aufgestellt und dann schön am Sonnen. Oh, schön. Ja, Freunde, 2020. Was soll ich dazu sagen, ne? Randolph-Lag. Ganz geschmeidig am Trocknen, nicht wahr? Na, wer versteckt sich denn da? Du, gefunden. Alfons. Trau dich raus. Ja, so ein bisschen mehr Büsche und Dschungel ist so über eine ganz große Fläche oder sowas wäre auch geil, ne? Urwald. Mit irgendwelchen Affen hier, die von Baum zu Baum schwingen. Die müssen ja nicht alle aggressiv sein, die Viecher. Ja, aber sonst so ein bisschen Vielfalt hier, so ein bisschen mehr Leben, ne? Könnt ihr Entwickler hier ruhig mal reinhauen ins Spiel, nicht wahr? Und dass die Leute vielleicht mal angeln können, ne? Das wäre geil. Oder dass man so ein, ja, weiß nicht, Benzin irgendwie herstellen kann. Wäre auch cool, ne? Irgendwie so mit Kochkünsten, dass du da Benzin irgendwie machst. Keine Ahnung. Alfons. Ganz kaputt. Oh nein, jetzt holt der nächste hier den Elefant raus, Leute, ey. Ey, das ist aber auch hier. Das kann doch echt nicht euer Ernst sein, Mann, ey. Jeden Abend. Und immer dann, wenn ich komme, dann holen sie die ganzen Nudeln raus und, ach Gott, ihr seht's ja selbst. Kill Bill. Ach, wird von Zombies gejagt oder was? Auf jeden Fall höre ich hier ein paar Zombies. Ach, er hat eine Nagelkeule. Tatsächlich ein Nagelbrett, ne? Okay. Auch in Zivil unterwegs, sehr schön. Traut euch in Zivil unterwegs zu sein, Leute. Da ist er. Auch mit der wirst du fertig. Die ist dünn. Soll ich mal die Tür aufmachen? Soll ich aufmachen? Ja, was zahlst du denn dafür? Was zahlst du? Was zahlst du, mein Junge? Was zahlst du? Hässlich. Gott, ist es laut. Ah, das ist eine Beatbox. Schade, dass ich die nicht ausstellen kann. Ein Geist ist hier da. Auf jeden Fall mega laut, ey. Also für mich ist es sehr laut. Die Dinger. Das findest du gar nicht gut, ne?
blöd, um Türen zu öffnen, ne? Aber wer weiß, vielleicht programmieren die sowas nochmal und dann haben wir alle Probleme. Wenn die Zombies die Türen aufmachen können. So, jetzt geht's los, jetzt geht's los! Komm, der. Oh, die Tür ist offen. Ach, der ist schon raus. Ging ja schnell. Ja, ah, der ist reingekommen. Hol das Brett los. Komm, den hast du. Ja, sehr schön. Wollen wir was sehen, Mann? Ich setze 10 auf Kill Bill. Der wärst du fertig. Das ist kein Mopsi. Der Backpfeife kriegt er. Oh, das muss er noch lernen. Ausweichen geht auch. Sitz. Ein Sitz hat er. Na. Noch ein Sitz. Ja, guck mal, das Brett ist nicht so stark. Ne? Da habt ihr es mir gemerkt, Leute. Das Brett ist nicht ganz so stark. Also mein Basie, der haut schon ein bisschen mehr rein. Aber egal, Enemy down. Mehr wollen wir ja gar nicht. Ne? Gut zusammengefallen, Alter. Jetzt musst du dich noch bandagieren. Oh mein Gott, jetzt ist Kitty an der Reihe. Jetzt schwimmt sie, Leute. Die teilen sich hier das Meer. Kitty. Na, mal gucken. Kann sie auch wie eine Grazie schwimmen? Geht so, ne? Boah, ist das hier tief. Ey, guck mal, wie klein die ist im Endeffekt, ne? Ja, da könnte man sehen, wie tief das ist, ne? An diese, an Kitty jetzt. Von der Größe her. Alter Schwede, ey. Und da bringt das wirklich fast eine Brille aufzuhaben und Schnorchel, Leute. Da ist echt so. Ein Schnorchel ist wie eine Sauerstoffflasche. Müsst ihr mal ausprobieren. Dann wäre es noch nicht, ich wusste, es gibt auch Schätze im Meer hier tatsächlich. Yay, yay. Also sie kann sehr schlecht sehen, wenn sie jetzt keine Taucherbrille aufhat. Aber es gibt ja Schiffswracks und sowas, die kann man alle mal abtauchen, Leute, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Müsst ihr unbedingt mal machen. Ist ein geiles Feeling. Ja, wie eine Grazie, sag ich doch, ne? Was mit Gebüsch? Er traut sich auch wieder rein ins Wasser. Plansch, plansch. Komplett nackt wieder, ey. Das. Okay, wir stören die beiden lieber nicht. Wir stören die beiden lieber nicht. Heute ist schon wieder so eine Pimmelfolge, wollte ich fast sagen, Leute. Ich muss mich mal bedeckt halten, ey. Mops. Mops. Ist auch wieder da, Leute. Ja, ich hab's eben schön hell gemacht wieder, ne? Weil es war mal wieder total Gewitter und Regen eben. Ich glaube, es hackt. Ja, Freunde, der Deibel braucht wieder eine Pause. Immerhin hat er schon mal Schnorchel und Maske, ne? Eigentlich müsste er ja hier der sein, der rumschwimmt, oder? Gut, Freunde, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr Bock habt. Und dann, bis dann.